haben Sie es auch schon bemerkt, wo man hinschaut, es geht bergab. Es ist ein großes Bröckeln, ein Niedergang, eine Nivellierung nach unten. Also das ist jetzt nicht das Minutiae des beginnenden Verfalls, das sind die Sekunden vor dem Aufschlag. Ja, auch bei Politikern bröckelt es ja ganz gehörig. Schauen Sie, wenn man über Politiker lästert, ist man mit wenig brillanten Gegnern gesegnet. Die meisten sind beschäftigt mit ihrem veritablen Gehirnstillstand. Trotzdem haben sie zu allem eine Meinung, die ihre Pressesprecher kundtun. Pressesprecher kennen Sie. Das sind jene Typen, die die Leichen im Keller schminken. Aber zurück zu den Politikern, also ihre Antworten sind meistens auf Autopilot geschaltet. Nur was ist von diesem Redeschwall zu halten? Das ist ein eingelerntes, redundantes Politgeseiere der unverbindlichsten Art, ein parteipolitischer Floskelzunahme von größtmöglicher Banalität, ein lügendurchseuchtes, tatsachenverkennendes Gesinnungsgeschwabel oder Geschwurbel, nicht? Durchsetzt vom Argumentationsnotstand dieser Oberflächenpolemiker, Teppich dahergefaselten Lippenbekenntnissen von diesen hirnamputierten Plenumskasperten. Sagen, ich bin in einem Alter, wo man auf keine Karriere mehr Rücksicht nehmen muss. Obendrein lautet ein persisches Sprichwort folgendermaßen: Betrachte nicht müßig den Steinhaufen, sondern frage dich, wen du damit bewerfen kannst. Schauen Sie, Wahlkämpfe, Herr Mann, oft sind ja auch Ochsentouren, das kann kein Zufall sein. Ja, es bedarf eines gewaltigen Stimmungsaufhebers alkoholischen Ausmaßes, also an Vollrausch, um die Intelligenz der hydrierten Argumente dieser Maultrommler von rechts bis halb links für gut zu befinden, alle einzig die Niederung des eigenen Arguments. Wer soll bei diesem Floskelfluss an ihren Lippen hängen? Politik ist übrigens auch wie Zirkus, da wie dort von Clowns und Kamelen beherrscht. Und wenn sie diskutieren, spricht man von einer Elefantenrunde. Lächerlich. Elefanten sind intelligente Tiere. Bei diesen Politikern muss man schön langsam alle verhindern. Sie haben nichts versprochen, aber das mit aller Konsequenz. So sind sie, diese Gesinnungsepileptiker. Ich würde auch ihre Redezeit beschneiden auf 3 Minuten pro Jahr. Länger sind sie nicht auszuhalten, diese geistig Obdachlosen mit ihrer zügellosen Inkompetenz im Hochlohnsegment. Stimmt es wirklich, ist Politik wirklich das Notstandsgebiet der Weisheit? Dann ist das Parlament eine Intelligenzdiaspora. Politiker, eine Gesellschaft mit beschränkter Haltung. Schauen Sie, wenn ich einen Politiker reden höre, denke ich mir, sage mir, was du denkst und ich sage dir, was du mich kannst. Wenn Politiker den Satz vernehmen, die Volksseele kocht, glauben Sie, das ist eine neue Fernsehsendung? Vertreten überhaupt noch das Volk, das müsste uns doch schon aufgefallen sein, egal bei wem, aber der Unterschied zwischen Regierung und Opposition ist marginal, selbst wenn die einen nur selten Entscheidendes entscheiden, auch wenn sich die Geister entschieden scheiden, bleibt beiden kaum Erfolg beschieden und bescheiden ist der Zuspruch, jetzt wissen Sie es Bescheid. Sagen die Politiker wieder, sie schauen dem Volk aufs Maul. Da verwechseln sie die Körperöffnung. Politik ist ja heute nicht mehr eine Sache der Haltung, sondern pragmatische Problemlösungswirtschaft zugunsten des eigenen Vorteils.
wie funktioniert eigentlich Politik oder wie arbeitet eine Regierung? Ich habe mir das auch schon überlegt und jetzt weiß ich es. Eine Regierung arbeitet folgendermaßen. Sie stecken unter allen Decken, nach denen sie sich nicht strecken müssen. Nachdem sie über den Tellerrand geblickt haben, von jenem Tisch, über den schon so viele gezogen wurden. Trotzdem wird der Sessel nicht wackeln, auf dem der Hut hängt, den sie eigentlich nehmen sollten, wenn schon so viel unter den Teppich gekehrt wurde. Sagen manche, der Schrank ist leer, in dem die Tassen stehen sollten. Für jenen reinen Wein, den wir nicht eingeschenkt bekommen. Und wenn sie zwischen allen Stühlen sitzen, sind sie trotzdem nicht am Boden zerstört und auch nicht weg vom Fenster, weil sie wieder eine Sau durchs Dorf treiben. Ich bin mir zwar sicher, noch nicht alles gesagt zu haben, aber ich komme wieder.